Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten, hier ist wieder euer Bauer Kohl. Und alle werden nervös, ja, weil Mitte, Ende September ist es soweit, die Wahl. Aber in meinem Dorf ändert sich gar nichts. Und wisst ihr, woran das liegt? Das liegt an meiner Oma und an ihrer Ortsgruppe von der Volkssolidarität. Bei der Wahl ist immer dasselbe Ergebnis, seit über 50 Jahren. Immer wenn es zur Wahl geht, dann sage ich, Oma, wie ist es denn? Wo willst du denn mal ein Kreuz machen? Ja, sagt Oma, die von der CDU holen mir ab mit dem Auto nach dem Wahllokal. Ich sag, und? Auf der Liste für die ein kleines Kreuz? Nee, sagt Oma, die von der SPD, also von der SPD, sagt Oma, helfen ihr die Treppen hoch nach dem Gemeindebüro. Ich sag, und Oma, für die in der Kabine kleines Kreuzchen? Nee, sagt sie nix. Die von der FDP, jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch noch an die FDP erinnern könnt. Oma sagt immer, das waren die mit der gelben Armbinde und die drei schwarzen Punkte. Oma sagt, die sind gar nicht mehr bei ihr auf der Liste. Da hängt schon eher mal Zirkus Renz an der Laterne. Aber dann auf einmal, dann wird Oma mobil, so richtig wie früher. Dann kümmt sie uns die Grut. Ja, sagt sie, nur die von der PDS, von der Linken. 40 Jahre haben sie mich geärgert. Nun lassen sie sich nicht sehen. Helfen mir nicht. Das habe ich denen wieder angekreuzt. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.